und willkommen zurück zu meinem Brutal Mario World Let's Play. Ja, im letzten Part haben wir endlich den dunklen Prinzen besiegt und auf einmal Camilla. Und jetzt auf einmal ist das Bild verschwunden, ne? Bin ich nicht in Ordnung? Wo ist mein Bild hin? Da ist es. Kann nicht wahr sein. Was ist geschehen? Achso, wir sind schon eine Runde mitgefahren. Oh, Gott sei Dank bin ich nicht abgekratzt. Oh, gut. Das ist ja mal ein Fehler gewesen. Ja, Leute. Warum passiert mir nur immer sowas? Schämenswert. Keine Ahnung, was meine Maus gemacht hat. Ich habe nicht dran gerüttelt, aber irgendwie wollte sie gerade so mal meinen Emulator ausblenden, hat sie gedacht. Blöde Maus. Tja, und wenn ich mich recht entsinne, wir waren ja auf der Suche nach dem Geheimgang hier. War der Geheimgang entweder ziemlich weit unten oder mittig? Aber ich vermute eher, dass sie ziemlich weit unten war. Jedenfalls sind wir jetzt eine Runde im Kreis gefahren. Vielleicht sollten wir mehr so in die Mitte erstmal gehen. Also in die Mitte transportieren lassen. Also vielleicht nicht das nehmen, vielleicht das mal hier hoch und dahin. Und gucken, wo das Ding da drüben stehen bleibt. Ah ja, alles klar. Vielleicht sollten wir jetzt hier runter. Nö, das war offenbar ein Fehler. Fail. Verdammt. Mist. Na gut, da drehen wir noch eine Ehrenrunde. Ich hoffe nur, das spielt sich jetzt nicht noch 5 weitere Male ab. Das wäre schlecht. Das wäre voll uncool. So gut, also diesen hier. Diesen hier. Überspringen. Diesen hier. Den hier können wir auch so gleich nehmen. Oh, wurscht, ob ich oben oder unten entlang den nehmen oder. Nee, es war doch nicht wurscht gewesen. Scheiße. Vielleicht. Ah ja, so gefällt mir das doch schon viel besser. Machen wir uns das hier zunutze, dieses hier zunutze und hoffen, dass wir vielleicht wieder runter können, weil ich weiß nämlich nicht, wo die blöde Tür ist. Also ich bin mir sicher, dass es hier eine Tür gab, was da von A nach B bringt. Ich wollte aber nicht nach oben, ich wollte eigentlich nach unten. Finde ich nicht gut, was ihr hier macht. Ah, oh, hoppala. Oh, geil. Schön, schön. Oh, Tür. Haha, was für ein Zufall. Da gehen wir auch gleich mal rein. Oh, kein Endgegner. Auch gut. Die Schlüssel nehme ich doch mit Kusshand. Juhu. Und da haben wir die Abkürzung zum Stern. Zum Star Road Stern. Und hier, ich habe durch Miss Little Doll überhaupt erfahren, ich habe es selber leider nicht ausprobiert, wir können diesen Weg trotzdem nehmen. Trotz all dem, dass wir eigentlich, wenn wir diesen Stern hier betreten, gekillt werden. Aber diesen Stern darf ich ja jetzt nicht betreten, weil er noch nicht aktiv ist. Ich werde auf diesen Stern später noch einmal zurückkommen. Aber dazu müssen wir erstmal die nächste Welt schaffen. Und danach müsste ich nochmal schauen, ob wir nicht irgendwie an die letzten beiden Orbs rankommen. Also diese Welt müsste auf jeden Fall noch eine normale sein, die Halle der Drachen. Das kann nichts Gutes heißen. Oh, Secret of Mana. Der Henno konnte auch Secret of Mana. Oh, Ritter. Dämon. Wir fliegen. Und die Möglichkeit. Oh, schick, schick. Kommt das auch aus Secret of Mana? Kann mich nicht dran entsinnen. Hab das Spiel aber auch noch nie ganz durchgespielt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Bin aber kurz davor. Soll ich vielleicht mal nachholen, nicht wahr? Ach, nee. Ich möchte abheben. Höher! Uhuhu! Ihhh, Hammerbruder! Ich mag die nicht! Und die Augen? Darauf habe ich auch keine Lust. Halt, stopp, hier muss ich rein. Wenn ich mich noch recht entsinne. Ich habe so die. Holla! Vage Vermutung, dass wir hier zum Drachenkaiser kommen. Oh ja, eine Heilung. Die nehme ich doch gerne mit. Wo geht's lang? Okay. Ich sehe die Linie nicht. Aber die musste ich vielleicht doch gar nicht sehen. Hätte ich gar nicht so geschafft mit ihm. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ihr habt sie doch nicht mal alle. Ach, ja, hau ab. Blödes Hadesauge. Weg. Und gehört das Ding auch zum Drachen. Holla, was soll ich jetzt da drauf springen auch noch? Oh nee. Shit! Das hättet ihr mir ruhig sagen können, dass ich nicht dort hoch muss. Miese Schweine. Na gut, nochmal. Wir bleiben ja immerhin groß. Also mit Feder ausgestattet, meine ich mit groß. Und sieh einer an,
Unsere Anzahl an Leben, die ist drastisch gesunken. Wie gesagt, wir hatten mal so um die 70 Leben fast gehabt. 80 Leben. Oh, der Tritt. Da fliegen wir doch astrein hier drüber. Und man muss sich ja nicht alles schwerer machen als nötig. Ich mache da schon letzte Zeit so zu Fails neige. Und ich denke, da ist das schon akzeptabel, wenn man eine Runde fliegen. Ich muss euch ja auch zeigen, wie man es sich leichter machen kann. Warum schwer, wenn es leicht geht? Manchmal ist es aber auch umgekehrt bei mir. Zum Glück schrumpfe ich nicht. Och, jetzt ist aber Schluss. Weg. Der Nase, genau rein. Flickst. Hau ab. Böses Hadesauge. Ich mag den nicht. Schön draufbleiben. Oh, und noch zwei Wege. Oh, da hätte es bestimmt was zum Heilen gegeben. Ich gehe hier rein. Wieder raus. Oh, hat mir nichts getan. Schon wieder hier. Aua! Finde ich nicht in Ordnung. Und schon wieder hier. Aus. Schluss. Schluss. Oh. Zum Glück habe ich den Honig noch mitgenommen. Diesmal gehe ich hier rein. Ach, genau. Hab da nichts Besseres zu tun. Blub. Komm schon. Auch noch. Zack! Ach ja, wenn sie noch nur alle so leicht sein könnten. Solange ich dadurch nicht verletzt werde, ist mir das wurscht. Ja, vielen Dank. So, wohin? Rechts oder links? Nimm jetzt mal rechts. Dämonen! Hey! Der eine Dämon hat ihn mitlaufen. Eine gute Idee bei den Dämonen. Muss ich mal so meinen. Und du? Rechts, links. Wir nehmen diesen. Und wir kommen? Oh, wir kommen zur Hälfte. Das ist nett. Ich habe nämlich die vage Vermutung, dass uns hier der Drachenkaiser erwartet. Und mit dem ist auch nicht unbedingt gut Kirschen essen. Oh, ein Kokopuschel. Na gut, ein Schwarzer. Hat ein bisschen mehr zu bieten. Und nu? Aua! Was, ein Rätselrat, wo der jetzt ist, oder was? Ach, da ist er. Genau. Böser Puschel. Ach, sehr schön. Gleich erwischt. Ey, so ein blöder Puschel kann gar nicht so viel bieten, ne? Könnte mal wieder aufhören. Hier irgendwo war er. Dieses Rätselraten. Bin ich kein Freund von. Oh, ich hab ihn geschafft. Schön, schön. Huddel besiegt. Ich hätte gerne Heilung. Nicht so ein Ball. Heilung. Oh, wir sind wohl jetzt im Mana-Reich. Zur Mana-Insel gelandet. Auf jeden Fall sind wir sauber bei Secret of Mana unterwegs. Und hier sind lauter Puschel. Aber die Puschel nehme ich nicht so für voll, weil... Ja, Puschel haben nun mal nichts zu bieten. Ich mag den nicht. Verwandeln. So kenne ich die. Ja, es ist was zu mitnehmen. Das sieht so komisch aus. Es ist auch was zu mitnehmen. Das ist schön. Das finde ich aber sehr schön. Das ist nicht so schön. Stirb! Okay, aufpassen.
bei Schwarzen, die könnten sich in meine eigene Wenigkeit verwandeln. Ich hätte gerne ein paar Münzen. Wie viele Minuten nehmen wir schon auf? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nein. Oh, das ist nett. Sowas kannst du dich immer verwandeln. Ganz ruhig. Stopp. Muhaha. Den mag ich nicht. Ich möchte wieder mal abheben. Ach, sehr schön. Ich konnte gar nicht richtig abheben. Oh, aber wir nehmen 5 Münzen mit. Oh Gott, der Boss naht. Ja, es ist der Drachenkaiser. Es ist so ähnlich wie der Dunkle Prinz, diese Kreatur. Aber ich muss sagen, für Gutteil Mario haben sie den wirklich gut gemacht. Und er hat tierisch in sich. Er hat viel auf dem Kerbholz, dieser Boss. Ich kann immer nur hoffen, dass er seinen Kopf genauso nach unten schwenkt und ich auf ihn draufsausen kann. Okay, shit. Ich wusste nicht mehr, was er macht. Aha, hier muss ich mich ja auch ab und zu mal verstecken. So, springen wir drauf. Aua, da kommt sogar ein bisschen runter. Die Sau. Ah, da kann ich mich verstecken. Bin ich toll. Au. Aber ich glaube, ich überlebe nicht mal lange. Aua. Ah, ich habe immer noch erwischt. Ja, und? Oh, oh. Ah, zu spät. Fuck. Ich bin gleich tot. Jeden Augenblick. Das war knapp. Er macht aber auch noch andere Dinge. Er lässt so noch Flammen runtersausen. Und ich wette, das ist auch nur die erste Hürde, die der uns jetzt zeigt. Ich wette, da kommen noch mehrere. Und da bin ich voll am Arsch. Oh, und wo gibt's jetzt hier die Tür? Die Yoshi-Münzen? Aktion? Ich glaube, dann ist es dieser Ball hier vorne. Ja, sieht ganz so aus. Okay. Drachenkaiser. Eine Runde schaffen wir noch. So, einmal. Und oben ist deine Lebensanzeige. Ach nee, verfehlt. Mist. Komm schon. Aha. Genau, das kann er noch. Das Feuer kann er. Die Blitze kann er. Und dann kann er noch so einen Laserstrahl abfeuern. Ich sehe gerade, da ist noch gar kein Loch im Boden. Kommen wir da nämlich noch ein Loch im Boden. Wie ihr deutlich sehen könntet. Ah, jetzt wurde das reingeschossen. Interessant. War auch noch nicht so aufgefallen. Zu sagen, weil du geht es. Dieses Mal hat er etwas länger gefackelt. Oh Mann. Aber der sieht doch cool aus, oder? Der Drache. Zumindest wenn das so seine Färbung annimmt. Aua, warum wurde ich jetzt verletzt? Ich bin doch nur an den seinen Hals gekommen. Unfair. Jetzt kommt wieder was. Eis hat er jetzt alles noch drauf. Ach Mist. Gut, okay, hier drin rumstehen bringt uns keinen Schutz. Also hübsch ausweichen, diesen Eisfrostkugeln. Komm schon. Kurze Unterbrechung durch meine Leute. Na komm schon. Und jump now. Okay, was machst du jetzt? Kopf bewegen. Kopf bewegen. Sehr schön. Oh, er kommt in den roten Bereich. Jetzt wird er sauer. Jetzt kommt die Stelle, wo ich mich ducken musste. Genau. Da macht er nämlich so einen Hyper-Eingriff. Hyper-Ultra. Genau. Und das ist ganz praktisch, wenn man den Kopf einzieht. Jetzt wird er richtig sauer. Okay. Den bekommen wir noch hin. So, sehr schön, sehr schön. Ach, Mist. Diesen Angriff vergesse ich jedes Mal. Ah, das sieht richtig cool aus, den sein Maul, wenn er diesen Angriff macht. Oh, ich muss überleben! Okay, mit dem komme ich klar. Okay, mit dem komme ich auch klar. Ah, komm schon, muss so schön aus. Ah, ich hab's geahnt. Ständig noch ein Hin und Her eiern. Ich hoffe, ich krieg das alles in einen Bart rein. Mit den Herren Kollegen. Aber wir haben ihn fast. Und wenn nicht, im nächsten Part wird er hoffentlich etwas.
Duschen ist er bisher nicht. Oh oh. Lange Frostkugelzeit. Angst. Los, komm, hör auf. Ich hab keine Zeit für sowas. Ja, nochmal erwischt. Ja, komm schon. Kopf nach unten. Nein, nicht so nach unten. Genau, jetzt kommt die Feuerattacke. Knapp. Kinderchen, das geht doch nicht. Oh, der hält so viel aus. Okay, Feuer ist uncool. Feuer komme ich nicht so gut klar. Ach, nicht erwischt. Verflixt. Vielleicht saugt er noch mich nach oben. Genau. Nettes Maul. Aber nein, ich wollte heute noch nicht gefressen werden. Oh oh. Ducken? Das dauert ewig. Vielleicht beschleunige ich den Part dadurch etwas. Da geht das auch schneller mit dem Angucken für euch. Ich klinge dann vielleicht ein bisschen komisch. Eventuell ein bisschen komisch. Oder ich kratze gleich ab und kann den Part beenden. So geht's natürlich auch. Was nicht passt, wird passend gemacht. Also dann, Leute, ich danke euch erstmal wieder vielmals fürs Zusehen. Im nächsten Part stehen wir kurz vor dem Schluss. Ich werde vermutlich ein paar Vorbereitungen treffen müssen. Und ja, die letzten beiden Orbs, die uns noch fehlen, die werden auf jeden Fall auch noch eingesammelt. Also ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!